Hallo und willkommen zurück in Legaia. Ich habe heute mal ein paar Einstellungen geändert. Wie ihr vielleicht noch aus dem letzten Teil wisst, wenn ich einen Zeru beschwöre, klingt es ein bisschen seltsam. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Und ich habe damit nichts anderes kaputt gemacht. Wir wollen uns aufmachen in das Schloss Drake. Wie auch immer, will man es jetzt Englisch, Deutsch aussprechen. Ja, kümmern uns erstmal um die Kollegen. Oder die und die sich um uns, je nachdem. Jetzt blockt der hässliche Vogel auch noch. Und sie klauen mir ein Heilblatt. Och nö. Welcome back, mein Heilblatt. Wir haben es fast geschafft. Lass mal kurz hier hinschauen, gab es hier was? Nö. Aber da drüben gibt es eine Truhe, die holen wir uns doch glatt. Tür des Lichts. Ja, ist zurzeit noch nützlich. Würde ich mal behaupten. Grüß dich auch, meiner. Ja. Was? Ich habe in diesem Menschen. Haha. Okay. Wenn's glitzert, machen wir's auf. Ist doch ganz logisch. So, wer von beiden ist jetzt wohl gefährlicher? Ich glaube, der konnte mich mit bis zu 40 Schadenspunkten versorgen. Oh, na gut, der auch mit 31. Und blocken kann er auch. Das Schlimme ist, ich fühle mich fast jetzt schon verleitet, zurück zum Brunnen zu gehen. Sogar richtig abgebogen, finde ich gut.
Gibt es da hinten was? Nö. Dann gehen wir doch direkt weiter. Angriff auf der Treppe. Wie bösartig. Okay, dann testen wir gleich mal, ob die Einstellungen das gebracht haben. Ihr könnt es ja dann mal in die Kommentare schreiben. Ich für meinen Teil find's besser, aber noch nicht hundertprozentig gut. Wenn ich es allerdings noch mehr soundtechnisch optimiere, leidet seltsamerweise die Grafik. Und das, obwohl die Maschine eigentlich nicht ausgelastet ist. Zumindest noch nicht voll. Zumindest noch nicht mal zu 60%. Guck, da ist nichts drin. Schade. Nö, warum denn aus dem Hinterhalt? Au. Moment, geht das jetzt auf den richtigen? Ja. Je öfter ich es höre, desto mehr nervt's mich. Vielleicht kann ich es doch noch irgendwo. Naja, ein paar Abzüge machen, ohne dass es sonst wie stört. Wie, warum überlebst du das? Dass du das sonst nicht überlebt. Ich finde es sehr gut, dass keine Tür hier wirklich verschlossen ist. Klar. Alter, wie willst denn du Wache stehen? Alte, Entschuldigung. Die Wiki sagte uns ja, dass Meta weiblich ist. Mhm. Dann schieß mal los. Ja, das war uns klar. Assimilieren. Nachher gleich mal googeln, was das bedeutet, aber das ist bestimmt die Sache mit dem Aufnehmen. Ja.
Okay. Was gibt's hier? Forschungsnotizen. Vielleicht steht was Sinnvolles drin. Menschen, Irre Saru besessen, ja. Oh, nicht älter werden. Das ist schön. Feuerbuch. Das war hier? Ich dachte, das gab es später. Dann Objekt verwenden. Feuerbuch. Man beachte links. Buch der Hypokünste für Meta. Später, ganz wichtig. Wundert euch bitte nicht über die Zeit, anscheinend hat nicht nur Bahn ein Schläfchen gemacht, sondern ich auch. Ich habe nicht ohne euch irgendwie Saru gejagt oder so. Da wir jetzt hier einen Platz zum Ausruhen haben, können wir hier auch ein bisschen intensiver suchen. Bergschlüssel, okay, nehmen wir auch mit. Hier gibt's nix. Jo. Kleinen Schlüssel um den Hals. Wasserschlüssel, okay. Ach klar, wir lesen. Heute machen wir ein bisschen Märchenstunde. König, ich weiß nicht, wer diesen Brief erhält. Na, ich. Meinen treuen Diener. Ah, das ist das, was der. Nebel kam. Zurückdrängen. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, das mit dem Saru anlegen ist also das, was dieser Lizard, Lisem oder wie auch immer der Kollege am Brunnen hieß, meinte. Denke ich, dass er das meinte. Dann können wir ja jetzt mal schauen, was... Genau, dadurch, dass wir in der Nähe einen Schlafplatz haben, wo wir uns immer wieder ausruhen können, können wir ja mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Und ich zeige euch gleich mal die Tornadoflamme. Holy! Lass das, ich hasse das. Ich glaube, bevor ich das Schloss verlasse, muss ich wirklich noch ein bisschen leveln. Ein Kampf und ich habe schon wieder die Hälfte meiner Gesundheitspunkte verloren. Und das nur, weil ich euch den Ton des Saru ersparen möchte.
Und ich stelle gerade mit Schrecken fest, ich weiß nicht, wenn ich das fixe, ob es bei anderen Saru dann wieder auftritt. Ja, hier gibt es nichts mehr, schade. Hä? Warum hat es den jetzt weggemacht? War das vorhin weniger, was es abgezogen hat? Egal, ich freue mich einfach drüber. Und während ich mich hier wieder in mein Bettchen verziehe, lasst ihr einen Kommentar da, ihr lasst einen Daumen da und ihr teilt das Video. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise bei irgendeinem der anderen Projekte. Viel Spaß damit!